Das harte, harte Leben eines Shisha-Influencers nicht auszuhalten. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Die Shisha-Mutti hat wieder ein neues Video hochgeladen. Sie hat sich wohl eine neue Pfeife gegönnt. Wir sind gespannt, was für eine und wie sie die aufbaut, ob sie die auch direkt raucht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ins Video rein. So. Hallo, Shisha Lavisha. Shisha Lavisha. Dem einen oder anderen wird ja bekannt sein, dass ich auf ein Päckchen gewartet habe. Ich habe es ja im Livestream angekündigt, dass ich eine neue Pfeife mir ausgesucht habe. Und was für eine ausgesucht habe, das möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ich bin auch ganz gespannt, weil ich habe sie auch noch nicht aufgemacht. Die kam jetzt vor einer Stunde und habe gedacht, ich muss mir jetzt sofort dran machen und will sie endlich öffnen. Ihr seid dabei. Also von Tehuka. Da habe ich sie her. Da dürfte die Seite. Also Tehuka, immer noch nicht ganz richtig, aber besser als einfach nur von Huka. Es wird besser. Die dürft ihr auch gerne mal besuchen, die haben jetzt gerade im Moment echt tolle Pfeifen, muss ich sagen. Und da habe ich mir diese jetzt eben ausgesucht. Also ich bin jetzt mega gespannt, wie sie jetzt in Natura aussieht, was mich da jetzt erwartet. Also da ist ganz, ganz viel Zeug mit drin, sehe ich schon. Ich muss mal ein bisschen meine Deko hier auf die Seite tun. Wow, da kommt jetzt schon mal, das ist schon mal die Rauchsäule. Schaut euch das mal an. Also wir haben auch draußen schon gesehen, es ist die Mr. Wolf. Mr. Wolf, eine Holzpfeife von der Huka. Das ist eine Pfeife mit Holz. Die Rauchsäule ist aus Holz. Was für ein Holz ganz genau, konnten Sie mir jetzt nicht sagen. Irgendein chinesisches Holz, aber ich finde es sehr, sehr edel. Darf auch natürlich kein Wasser hin zum Reinigen, ganz klar. Oder wenn Wasser drankommt, dann im besten Fall ganz, ganz schnell abtrocknen. Aber das Ding sollte generell, Holz an jeglichen Pfeifen sollte nicht lange in Kontakt mit Wasser sein oder feucht gelagert werden. Edles Mundstück, auch wieder mit V2A Edelstahl, was wirklich, wirklich richtig toll ist. Dann haben wir einen Glasfunnel haben wir dabei. Da ist, dass ein Funnel dabei ist. Glas wäre nicht meine erste Wahl, aber der Kopf auf jeden Fall eine Million mal besser als viele, viele, viele andere Standardköpfe, die bei Pfeifen normal dabei sind. Von daher nicht perfekt, aber sehr nice. Alles im Preis mit dabei, alles schon inklusive. Eine Schlauchfeder, auch immer was ganz was Tolles. Dann haben wir das Tauchrohr. Also ich stelle das jetzt mal alles so hin. Ich hoffe, es raschelt nicht so arg und ihr könnt sehen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wie sie jetzt dann wirklich komplett aufgebauten Zustand aussieht. Ja, es ist halt schon immer nice, eine neue Pfeife aufzubauen. Eine Kohlezange kann man immer brauchen. Das Tauchrohr ist auch kürzbar. Man kann es auch kürzen, Diffuser abschrauben. Wie gesagt, schon V2A Edelstahl. Übrigens, meiner Meinung nach, weil ich es gerade hier gesehen habe, der Diffusor. Der hat unten 4 Löcher. Meiner Meinung nach perfekt, wenn ein Diffusor etwas länger ist und dafür unten offen, weil dann können Tabakblätter, die euch vielleicht reinfallen, unten wieder rausfallen. Ist das nicht so, so wie zum Beispiel bei dem mit den 4 Löchern unten, kann es euch passieren, dass euch nach und nach die Löcher von Tabak versperrt werden. Sollte in der Regel nicht passieren, aber man kennt es, es fällt halt doch ab und zu mal Tabak in die Bowl. Und wenn da unten ein großes Loch ist, also eine ganz normale Öffnung, und oben drüber die Bohrungen für die Diffuserleistung sind, dann ist das meiner Meinung nach meistens besser als unten geschlossen oder unten mit Bohrung. Schrauben, wie gesagt schon V2A Edelstahl. V4 wäre ja lebensmittelecht und wir haben aber auch schon sehr gutes Edelstahl hier verarbeitet. Also V2 reicht auf jeden Fall, V4 nochmal ein Ticken geiler, aber ist dann halt eine etwas andere Legierung. Aber V2, rostfreier Edelstahl, das passt für Wasserpfeifen auf jeden Fall. Dann haben wir eine Smokebox, ein Heat Management von Huka, habe ich schon, bin ich auch sehr zufrieden, ich kann es ja immer wieder nur sagen, mit Deckel, richtig schön, schaut mal. Und ihr seht, es sind unten keine Noppen dran und ihr habt keinen verstellbaren Deckel. Das heißt, die verstößt auch nicht gegen irgendwelche Kalautpatente.
das erkennen. Richtig cool. So, dann lupfen wir mal. Da ist sie. Kommen wir mal zum Eingemachten. Wow, mit 26er Glasteller. Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit Glas. Aber warum? Ja, ganz vorsichtig. So, Hand gibt Mund. Mundgeblasene Bowl. Die Base. Richtig schwer. Richtig toll. Hier der Rand ist auch mit diesem chinesischen Holz. Wo man jetzt nicht. Chinesisch und Chemie. Eieiei. Nicht genau sagen konnte, was es genau für ein Holz ist. Aber wunderschön. Wunderschön. Die Base. Vier Schlauchanschluss mit Gravierungen drin, Mund geblasen, also man sieht, sie kam gerade von draußen, die ist noch ein bisschen angelaufen. So, was haben wir noch dabei? Jetzt passt auf, hier die 18,8er Schliffe sind alle dabei, das sind Glaskugeln mit dabei. Hier ist der Adapterschliff, ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Molassefänger dabei aus Baristolglas. Okay. Was ist Baristolglas? Baristoglas. Ich glaube, das meinen sie nicht, oder? Baristoglas. Oder sind das immer diese Doppelwandigen? Ist das doppelwandig? Sehen wir wohl gleich. Unverwüstlich, habe ich mir sagen lassen. Das kennt man von den Reagenzgläsern. Also sind sie ein bisschen stabiler. Die Molassefänger, das müsste jetzt sein. Ich habe schon wieder Schiss. Glas, ihr wisst, ich habe irgendwie kein gutes Verhältnis. Bei jedem Glas halt Schiss, aber nicht bei der Bowl, weil die ist mundgeblasen. Borosilikatglas, okay, ja, das würde Sinn machen, ja. Gut eingepackt ist schon. Ganz ist auch. Tada, schaut mal. So, und ihr wisst ja, kleiner Tipp, bevor man es zusammensteckt, hier unten ein Streifen Tesafilm und wenn man den Schliff hier oben reinsteckt, hier machen wir hier außenrum auch eine Spur Tesafilm, dann ist die Reibung einfacher oder halt hakt nicht so arg und nicht raus. So Schliffschoner-mäßig dann, ne? Auf Schliffschoner angelehnt ein Stückchen Tesa drum machen. Habe ich noch nicht probiert. Keine Ahnung, habe ich noch nicht getestet. Sondern bitte rausdrehen. Das ist tatsächlich fucking wichtig. Auf jeden Fall immer drehen beim Rausziehen von so einem Molassefänger. Ansonsten kann euch das Ding schrotten. Sieht doch auch cool aus. Richtig edel. Ja, ja. Auf jeden Fall ganz nice, dass die Verzierung sich durch die ganze Pfeife... Da dürft ihr gerne vorbeigehen. Die haben da richtig coole Pfeifen im Moment. Und was ich ganz besonders aufregend finde, ist dieser Schlauch. Das ist ein Leder. Das ist echt ganz nice, dass bei den Holzpfeifen von The Hookah meistens ein Lederschlauch dabei ist. Finde ich ganz nice. Ist da natürlich relativ schwer und innen ist immer noch Silikon, sodass ihr den gut auswaschen könnt. Aber ich finde Lederschläuche, ja, also würde, wenn meine Hookah da ist, ich glaube, da muss auch ein Lederschlauch dran. Lederschlauch, ummantelt, also die Ummantelung ist aus Leder. Richtig coole Sache, innen Silikon und außen Leder. Und ich fand das schon auf dem Bild schon so toll. Diese Nähte sieht ja aus schon wie so ein getunten Auto-Lenkrad. Also mir gefällt ja sowas unheimlich. Ja, riecht auch richtig cool nach Leder. Klar, muss man gut drauf aufpassen, muss reinigen. Das Holz. Ich hoffe, die Falten gehen dann wieder raus. Wir auch mit diesem Balistolöl, genau. Was? Das bekommt ihr, ich habe vorher schon mal geschaut, kriegen wir bei Obi oder bei Hornbach für knapp 3 Euro. Weil das muss gepflegt werden. Das darf nicht mit Wasser einfach mal getaucht und keine Ahnung. Nein, das Öl braucht ihr dafür, dass das Holz schön geschmeidig bleibt, keine Risse bilden, weil Spannungsrisse, wie auch immer. Also da holt ihr euch das Balistolöl. Muss natürlich gepflegt werden, ganz klar. So, dann sind natürlich noch die Kleinigkeiten drin, also die Schlauchanschlüsse, hier die Kleber für die Füße unten, für die Bowl, dass sie nicht so hart aufschlagen tut. Ich muss jetzt geschwind... Also Lieferumfang bei The Hookah kann man sich echt nicht beschweren. Dass man so viel für 150 Euro bekommt, oder ich weiß nicht, was die Mr. Wie hieß sie? Mr. Wolf?
was die genau kostet, aber für den Preis kannst du nicht meckern. Rausholen, das wird schön laut. Ich brauche die Anschlüsse alle. Bin ich eigentlich komplett behindert? Ich habe die immer 3 Stunden lang da rausgefummelt. Ich hätte es auch einfach umdrehen können. Ohne Scheiß, man kann über die Shisha-Mutti sagen, was man will. Aber der ein oder andere nice Trick, der ist auch für mich noch dabei. Davon haben wir auch natürlich 4, ganz klar. Mit Glaskugeln, ihr hört schon. Ja, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie sich rauchen lässt. Ich würde sagen, ich tue sie mal geschwind durchspülen, sauber machen. Alles schön. Ganz wichtig, Leute, egal wie hochwertig eure neue Pfeife ist, ordentlich sauber machen vor dem ersten Rauchen. So, also in der Zwischenzeit habe ich jetzt mir meine Pfeife geputzt. Jetzt tue ich geschwind die Smokebox ausbrennen, aber wirklich nur ganz, ganz. Nie da drauflegen, Leute. Nie da drauflegen. Wenn es dumm läuft, ist sie gleich RIP. Vorsichtig, man weiß ja, Aluminium schmelzen und so. Die habe ich jetzt ungefähr 3-4 Minuten drauf gehabt. Ich tue sie jetzt. Würde ich nie das Risiko eingehen. Niemals würde ich das Risiko eingehen. Wieder runter. So, jetzt lege ich mir mal geschwind meine 3 Kohlen drauf. In meinem neuen Teil. Das habt ihr ja auch schon gesehen, dass ich jetzt auch so eine Shisha-Turbine habe mit Booster. Und ab jetzt heißt zack, zack, weil in 4 Minuten, 5 Minuten ist die Kohle durch. Man kann die Smokebox was noch ein bisschen auskühlen. Bushido, hä? Also dann befüllen wir den von Hooker, den Glasfunnel. Heute nehme ich Schmetterling von Bushido und den Juicy Pussy von 187. Die mische ich mir jetzt zusammen und baue mit da jetzt mal geschwind ein leckeres Köpfchen. Bushido, ihr kennt's, schön goldgelb, lecker riechend, richtig lecker, riecht wie nach. Habe ich tatsächlich auch schon ein paar Tage nicht mehr geraucht, den Bushido Schmetterling. Könnte ich eigentlich auch mal wieder ein Köpfchen von rauchen. Sprite. So, dann bauen wir mal ein Köpfchen. Ich habe schon lange kein Glasfunnel mehr gebaut, muss ich sagen. Also das ist jetzt schon echt lange, lange her. Habt jetzt dann doch immer diese Hokain-Köpfe oder den Oblaco M benutzt. Aber Glasfunnel, zu meiner Schande, muss ich gestehen, schon lange nicht mehr. Juicy Pussy 187, auch ein sehr fruchtiger Tabak. Ein bisschen gröber geschnitten sehe ich hier gerade, wie der von Bushido. Macht mir jetzt aber nichts aus. Ja, gerade in so einem großen Glaskopf. Easy. Und dann bin ich gespannt, wie sie raucht, mein Mr. Wolf. Ich finde sie ja so toll mit diesem Holz. Also richtig, richtig edel. Kommt meinem Traumpfeifchen ja schon ganz schön nahe. Der eine oder andere weiß es, also so eine Wuka. Ah. Ja, ich glaube, die muss schon auch noch jeder haben. Wuka ist halt einfach so ein All-Time-Classic, ne? So nice. Bin ich natürlich so aufgeregt. Ich hoffe jetzt, dass das alles schnell fertig wird. Und die Shisha-Turbine setzt mich auch noch manchmal ein bisschen unter Stress, weil die nämlich in 5 Minuten... Wenn der Kohleanzünder einfach zu schnell ist. Sind die Kohlen jetzt einfach fertig? Manchmal bin ich gar nicht so schnell mit Köpfchen bauen, weil ich da mir ja immer noch ein bisschen mehr Zeit lasse und mich verkünstle. Ihr seht es ja, wie immer an der Kamera sieht es sowieso anders aus wie in echt. Das Problem habe ich immer, dass ich da irgendwie nie zufrieden bin. Aber ich finde... Das harte, harte Leben eines Shisha-Influencers nicht auszuhalten. So. Okay. Noch eine kleine Erinnerung in eigener Sache. Ihr wisst ja, mittwochs 19 Uhr live auf YouTube. Da sehen wir uns ja jede Woche pünktlich immer an gleicher Stelle. So. Für mich ist das jetzt ganz okay so. Sieht in Ordnung aus. Ja, ein oder andere Rändlein ist noch ein bisschen nicht so schön. Die Mutti so, okay, so lasse ich den jetzt. Ist nicht perfekt, aber so ist es. 3 Sekunden später, erstmal nochmal weiter verfeinern. Man kennt ihn. So,
Also das Köpfchen ist gebaut, ihr habt es gesehen, ich habe es euch gezeigt. 2,5 Kohlen habe ich jetzt gemacht, also 2,5 auf Kipp. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es dann gleich raucht. Ich habe mich natürlich vorher mal wieder versprochen, das Borosil-Cut-Glas. So heißt es. Okay. Nicht Barista-Glas oder Baristo-Glas, sondern Borosilikat-Glas. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ich hoffe, es geht mir dieses Mal nicht kaputt, aber ist nicht eine wunderschöne Pfeife. Also richtig toll mit diesem Holz, hier unten den Holzanschliff. Also das Mundstück, einer oder andere kennt schon. Ich habe meinem Mann damals auch schon eins bei Tehuka gekauft. Das haben wir immer noch und es ist immer noch top gepflegt. Und es ist auch ein bisschen, wenn man jetzt vergleicht, ein bisschen minimal kleiner. Aber war das dasselbe Holz? Das hat sie jetzt nicht gesagt, oder? Tanja, war das dasselbe Holz? Sah das Ding mal genauso aus wie das? Auch mit der Farbe? Nee, das war von Anfang an schwarz, aber das Holz ist das gleiche. Aber es war schon dunkel. Vergesst bitte nicht, ihr braucht wirklich dieses Öl, um gute Haltbarkeit zu gewährleisten. Es wäre echt schade, wenn man so ein edles, teures Teil falsch behandelt. Also geht los und kauft euch dieses Öl und ihr habt dann wirklich lange Freude dran. Aber ich will es jetzt endlich testen. Ihr seht, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe auf euch gewartet. Jetzt geht's los. Auf. Erster Zug aus der neuen Pfeife. Auch dabei. Ich kann auch ausblasen. Sie funktioniert beim ersten Zug. Sie funktioniert beim ersten Zug. Aber welche nicht? Wow. Cool, also ja, der Tabak schmeckt sowieso mega cool. Ihr wisst ja, Bushido und Juicy Pussy habe ich reingemacht. Ihr habt auch gesehen, ich habe den Glasfall habe ich gebaut und zum Glück haben wir ja gleich schon mal wieder Molassefänger, weil Tabakblättchen sind schon reingerutscht. Das Tesa habe ich euch gesagt, vergesst nicht, das habe ich auch reingemacht. Hier in dem Anschlussstück und hier unten, wo es auch reinkommt, habe ich auch wieder eine Spurtesa rumgemacht. So ist es nicht so verkantet und nicht so hartkratzig. Gary, moin moin. Nice, dass du am Start bist. Sehr schönen Pfeife. Also die Gesamthöhe habe ich noch vergessen. Die Gesamthöhe mit Molassefänger ist 67 und ohne Molassefänger sind wir 77 und ohne Molassenfänger haben wir eine Gesamthöhe bis zum Teller 67 cm. Also es ist keine kleine Pfeife, definitiv nicht, ne? Mitnimmt, sondern die ist echt edel und die muss zu Hause stehen bleiben. Ihr seht es beleuchtet, die kriegt jetzt wieder einen richtig tollen eigenen Platz. Aber ich muss jetzt nochmal ziehen. Ich habe ein bisschen Wasser irgendwo drin, das blubbert, das habt ihr jetzt gehört. Habe ich jetzt für lauter Reinigen. Naja, doch, ein bisschen Wasser kam jetzt raus. Erstmal einfach auf den Boden, oder was? Uiuiuiui. Vielleicht ist es jetzt gleich besser. Und dieser Lederschlauch fühlt sich auch richtig, richtig wertig an. Also richtig, ja, richtig toll Handgefühl, muss ich sagen. Ausblassystem ist natürlich auch dabei. Ja, einmal fest zu pusten. Ja, genau. Und dann sollte es auch wieder, also, überall laufen. Macht euch auf den Weg, geht auf Instagram auch mal zu der Tehuka. Und guckt euch um. Ich kann es euch nur empfehlen. Wirklich ein schönes Pfeilchen. Ja, super. Also, ich rauche mir jetzt ein mit meinem Mann zusammen, der da hinter der Kamera kniet gerade. Vielen Dank dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal. Shishala. Also man merkt, die Mutti ist auf jeden Fall happy mit ihrer neuen Pfeife und das freut mich, wa? Nices Video wieder von der Shisha-Mutti. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne mal bei der Shisha-Mutti vorbei. Mittlerweile schon 13.000 Abonnenten, Maschallah, läuft. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne bei mir noch ein Abo oder einen Daumen nach oben auf dem Video da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.